Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem neuen Trash-Paket. Das habe ich getrasht mit einer Lieben von Instagram. Ich mache mal die ganzen Etiketten weg. Ich werde das jetzt mit euch zusammen unboxen, weil ich habe es noch nicht aufgeschnitten. Augenbrauenrasierer, ihr kennt das schon von den letzten zwei Paketen. Wie gesagt, noch nicht aufgeschnitten und noch nicht reingeguckt und es ist seit gestern da. Also, Erwartungen habe ich an ein Trash-Paket nicht. Ich erwarte, dass ich nicht alles toll finde, vielleicht. Dass ich nicht alles behalten muss. Wir haben gesagt, wir tauschen 70 Teile. Und ich hatte 70 Teile. Ich werde immer wieder 70 Teile haben, weil es einfach so viel ausmiste zurzeit. Ja. Und ich finde es total süß. Also, sie hat es echt mega gut eingepackt. Ich hoffe, bei dir sind die Teile auch gut angekommen. Und ein Lolli ist dabei. Juhu. Da freut sich mein Sohnemann drüber. Rival de Loop Star Blush Pearls. Ich bin sehr gespannt. Ich mag diese Dinger nicht, weil sie immer am Pinsel hängen bleiben. Ich werde es auch auf jeden Fall mal auf den Vielleichthaufen legen. Ich danke dir auch für dein Zettel. Ich habe gar nichts geschrieben. Ich bin so eine Trantüte. Ich bin keine gute Schreiberin. Hier sind einige Paletten dabei und einige Pearls und Blushes. Ich bin super gespannt. Avon, das sieht so aus von Avon. Also, ich bin ein bisschen immer so, nicht, dass ich seit dem Vorfall, ach, schöne Farben, so ein Duo hatte ich früher mit 17 immer benutzt. Ich weiß es nicht, ob ich es behalten werde oder nicht. Ich pack's mal wieder zurück. Ich bin aber so ein bisschen vorsichtig geworden. Also ich habe jetzt bei einer auch im Kleiderkreisel was gekauft und dann muss ich nachfragen, weil ich mir einfach nicht sicher bin. Von Alverde ist was dabei und zwar der Duo Bronzing und Highlighter 10 Bird Bronze. Ja, ich gucke ihn mir mal an. Vielleicht ist es ja der Shit überhaupt. Den Bake It Highlighter von Rival de Loop habe ich schon wieder weitergegeben, weil ich ihn nicht so schön auf meiner Haut finde. Ja, mal gucken. Mal gucken, er ist unberührt. Ich lasse ihn erstmal unberührt, weil ich eben meine Sammlung ein bisschen kleiner halten möchte. Aber toll, wie du es eingepackt hast, wirklich. Und das sind einige Paletten, hat sie gesagt. Und auch etwas Schönes hat sie mir noch mitgeschickt von Too Faced. Hier ist ein GR Golden Rose. Oh, Golden Rose habe ich noch gar nichts. Ich weiß, dass ich in Russland ein Golden Rose Schminke gekauft habe. Ich weiß nicht, wo die gelandet ist. Keine Ahnung. Ob ich sie weitergegeben habe oder sowas. Ich werde den auf jeden Fall testen. Der sieht sehr herbstig aus. Gefällt mir sehr gut. Kommt auf jeden Fall in die Kiste. Das sind jetzt die Sachen, die ich von den letzten zwei behalten habe. Und halt Pflege. Pflege habe ich gleich aussortiert. Also einsortiert. Ich hoffe, du hast verstanden, dass Trash nicht Neuwertiges ist. Gell? Ich sehe, du hast mir fast nur Neues Zeug geschickt. Ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht, dass ich dir gebrauchte, also meine Kosmetika da geschickt habe, die ich schon benutzt habe. Das ist von Beauty UK. Ich mag diese mehrfarbigen nicht so. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber. Die Farbe scheint ganz schön zu sein. Ich möchte ungern rein. Dann ist das hier ein Blush. Der sieht sehr, sehr schön aus. Sehr, sehr schön nudig. Aber der ist auch schon benutzt worden. Vielleicht einmal. So ein schöner Nude-Ton. Den kommt in mein Körbchen. Also Nude geht immer. Dann ist hier eine weiße Schokolade-Palette drin. Von Make Up Revolution. Sehr, sehr schön. Die ja, geht dann auch weiter, denke ich. Ich bin nicht so begeistert von diesen Schokolade-Bars. Also eine Zeit lang war ich es. Ja, ich habe mir immer das Pendant. Oh, Golden Bar. Ich glaube, ich habe das Pendant von Too Faced da, oder? Nee. Auch super schick, nicht benutzt. Vielleicht einmal, zweimal geswatcht. Ja, die Farben sind toll. Mensch, warum schickt ihr mir so viele Paletten? Ich habe so viel tolles Zeug zu Hause. Geht wahrscheinlich auch weiter, nicht böse sein. Wie gesagt, ich habe viele Paletten, ich möchte aussortieren. Und nehme wirklich nur das, wo ich sage, ja, das werde ich auch zugreifen. Also nicht traurig sein und denken, oh, die Alte wollte nur trashen. Nee, von Too Faced ist hier was dabei. Davon hast du gesprochen. Natural Dream Beauty. Wie komme ich jetzt auf Dream? Sieht so nach Dream aus.
Das ist zum Beispiel eine schöne Palette. Da ist ein Bronzer drin oder ein Blush. Ja, also nicht, dass ich nicht Drogeriepaletten mag. Ich mag nur nicht, dass ich nicht sehe, was drin ist. Zum einen. Zum anderen sind das alles Nude-Töne. Da behalte ich aber lieber eine. Die ist sehr, sehr schön. Die gefällt mir sehr gut. Die wird auf jeden Fall ausgetestet. Wenn die da nichts ist, dann geht sie raus aus der Sammlung. Ist ja klar. Ich behalte nichts mehr, was ich nicht benutzen möchte. Dann sind hier wieder so Shimmering Pearls drin. Ja, das geht weiter. Also wenn dann, obwohl das echt süß ist, gell? Schaut mal, wirklich von Cookies. Die ist wirklich, wirklich schön. Also du hast ganz, ganz tolle Sachen eingepackt. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir bisher wirklich gut, farbtechnisch. Und auch, ja, ich muss halt einfach gucken, dass ich auch reduziere. Ist halt einfach so. Oh, von Sleek ist hier eine drin. All Night Long. Ich hatte mal eine. Ich glaube, ich hatte das Pendant mit Days dazu. Die hätte mich auch interessiert. Die war sehr interessant. Oder war das die? Die hat zwei matte Töne drin. Der Rest ist alles Schimmer. Sieht aber sehr, sehr schön aus. Werde ich auf jeden Fall testen, weil von Sleek bin ich wirklich begeistert. Auch da sehe ich nicht. Aber so eine kleine Palette, ja, was muss ich mich denn rechtfertigen, ne? Ich mag diese Sleek-Paletten super gerne. Ich habe euch auch ein paar in meinem letzten Video, einer meiner letzten Videos empfohlen. Verlinke ich euch, wenn ich dran denke. Wenn nicht, Schande, Schande, Schande. Dann ist hier was von Essence dabei, sehe ich schon. 70 Teile sind einiges, gell? Dann ist hier How to Make Nude Eyes. Super schicke Palette. Also das wäre was für meine Tochter, denke ich, wenn sie anfangen würde, sich zu schminken. Mal gucken, vielleicht packt sie das jemanden ins Geschenkle ein, weil das ja noch nicht benutzt ist. Ja, ich habe da, ja, sie geht eher auf den Kindergeburtstag, dann passt das vielleicht ganz gut. Drizzle Ever Shimmering Bronzer. Sieht sehr interessant aus, schaut mal. Hat so ein Camouflage-Muster. Sieht super schick aus, werde ich jetzt auch erstmal nicht reingehen. Naturkosmetik und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Ich mag super gerne den Terra Naturi Blush. Wirklich, aber das ist ja, so eine Art für sich. Dann ist hier noch was dabei. Ist das süß? Das ist ein Beach Bronzer wahrscheinlich. Schaut mal, hier ist sogar so ein kleines Pinselchen dabei hinten. Das wäre optimal was für meine Mutter. Hier ist was für Eis. Also, es ist eigentlich für Augen. Ihr habt aber so ein Teil. Also ich möchte gerne denjenigen sehen, der sich damit die Augen schminkt. Wahrscheinlich ist das so eine Produktion, die alle Beauty UK Sachen haben. Von daher super schicke Farben. Ich guck mal. Ich guck mal, was ich alles behalten werde und dann gucke ich mal auf den Haufen, wo ich noch nicht genau weiß. Dann ist hier Apfelbäckchen Blush dabei. Super schick, Mann. Das war so eine tolle LE, da weiß ich noch, da war ich in Freiburg in einem Rossen, in einem DM und habe sie gesehen zur Weihnachtszeit. Oder war das nicht Weihnachtszeit, sondern war das Oktoberfestival LE, irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich diese Sachen gesehen, habe gedacht, nee. Also ich guck mal. Da sind hier noch reichlich Sachen, ne? Also ich möchte nicht sagen, dass es hier sehr, sehr schönes Trio. Wunderschön, ich bin wirklich von deinem Trash-Paket begeistert. Wunderschönes Trio. Vielleicht kann ich es meiner Mama geben. Die hat ja grüne Augen. Ihre Augen strahlen noch grüner, sag ich mal. Bei mir sind sie nur bei Blitz oder bei richtig Sonnenschein. Meine Mama hat eher grüne mit ein paar braunen Pigmenten und ich habe eher braune mit grünen Pigmenten. Aber ihr stehen super schön, gerade so ein bisschen lilane Töne. Und ich versuche immer, ihr zu zeigen, wie sie sich am besten schminken soll. Und irgendwann wird es ein Mama-Video geben. Bronze, das ist ein Shimmering Bronze Models Co. Sehr schön. Ich werde das austesten, weil das ist eine gute Größe, ne? Um auch mitzunehmen. Weil ich so oft mich ja außerhalb draußen schminke. Könnte ich ja mal machen im Auto. Wir machen uns fertig. Brick Tea Eyeshadow Palette. Das ist jetzt nichts für mich. Nur so Pastelltöne, aber super schick. Ich mag auch, fast drinne gelandet. Dieses Packaging, also dieses etwas härtere Plastik, nicht dieses Billo-Plastik, das ist super schick. Wirklich sehr, sehr schöne Sachen hast du mir mitgeschickt. Wirklich. Wirklich, wirklich. Oh Gott! Full Explosion! Das ist ein Duo, glaube ich. Ja!
Das hatte ich mal bei Kleiderkreisen gesehen. Das fand ich so schön. Das wird auf jeden Fall getestet. Das sind ganz, ganz tolle Farben. Schaut mal. Ich weiß, also bei manchen Sachen sage ich das und widersprich mich da. Aber es gibt einfach Sachen, die reißen einem das Herz oder das Schlüpper aus. Und ja, bei dem hier, da muss ich mal gucken, ob das was für mich ist. Ich swatche es trotzdem mal. Weil der Ton mich sehr, sehr anspricht, dieses Gold. Und ob ich das benutze oder nicht. Ich rieche diese Jill Sander Jill. Das ist sehr extrem. Ich finde, die sind echt extrem. Oh, das geht, denke ich, gleich raus. Du warst da schon drinne. Ich teste das auch. Ich finde, das bildet irgendwann so eine Schicht und dieses cremige Finish. Ich denke, dass ich das rausmache, weil es, ja, weil ich sowas schon ähnliches habe. Ich brauche jetzt meinen Swatchlappen. Super schöne Sachen, wirklich. Also ich bin wirklich froh, wenn ein paar Sachen dabei sind, die ich gerne dann nutze. Und ja, deswegen ist es eigentlich nicht schlecht, so 70 Teile zu tauschen, weil dann ist schon etwas dabei. Ja, das Tütchen ist auch, der ist jetzt super schön eingepackt. Auch das. Also ihr habe ich keine Lippenprodukte eingepackt. Sie hat gesagt, sie hat welche, aber sie nutzt nicht. Und Nagellack nur dunkles. Ne? Und wir haben gesagt, so 10%. Also 7 Nagellack oder sowas dürfen mit. Hier ist einmal Color Stop Fluid. Wo kommt das hin? Oh, cool. Das ist so ein Stift. Oh, ah, nee, das ist so eine Paste, die man sich dann. Ah, cool. Werde ich auf jeden Fall testen. Das ist Konturgel, schützt vor Lackfehlern. Das brauche ich ab und zu bei dunklen Farben. Cool. Dann haben wir hier ein Kiste Pinguin Lipstick. Süß. Ich glaube, der tut die Farbe switchen in rosa, lila oder sowas. Meine Tochter feiert es bestimmt. Wenn es eine tragbare Farbe ist, könnte ich auch vorstellen, es mir selber, also selber zu behalten. Okay, so ein Lip Primer von, wie heißt das nochmal? Yves Rocher. Werde ich nicht benutzen, das weiß ich. Ich hatte schon unzählige dabei, die ich nicht benutzt habe. Hier ist ein Augenbrauenstift in der Farbe Nummer 6. Das könnte doch was für mich sein. Das ist ein aschiger Ton. Von Art Deco ist das. Du hast echt super Produkte eingepackt. Ich hoffe, du bist auch mit meinen zufrieden oder ein Teil, das für dich was dabei ist, wenigstens. Nummer 6. Wenn nicht, mach, was du möchtest mit den Produkten wirklich. Also, wenn du sie auch alle. Von Benefit ist der Real Push Upliner. Das ist so ein, wie nennt man das? So ein Liquid Liner, ne? Das ist noch geschlossen. Das lasse ich auch erstmal zu und benutze erstmal meinen anderen Kram. Dann ist hier was dabei von Lovers Bourjois. Eine Contour Edition Nude Wear. So ein Lippenstiftpinsel. Konturstift. Super schön. Hat dieselbe Farbe, finde ich, wie mein Oberteil. Super, super schön, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Und passt zu mir, wie ich finde. Behalte ich natürlich erstmal. Dann haben wir Natural Touch Concealer in der 02. Ich bin mir nicht sicher, ob es. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe den schon mit dem schwarzen Deckel. Ich glaube, der war ein bisschen aus der älteren Saison. Der ist der etwas neuere. Ich finde ja den Geruch abartig. Intensiv. Ich werde den trotzdem mal austesten, weil der ja eh schon gebraucht ist. Dann kann ich ihn einfach ja, eventuell platt machen. Dann sind zwei Monolidschatten von Art Deco dabei. Ja, die Farbe 10 und die Farbe 29. Die gehen beide weiter. Also definitiv, ich mag die nicht so. Ich mag dieses Pfändchen nicht. Invisible Lip Contour 1. Ich glaube, das ist so ein Stift, den man drauf macht, wenn man keinen passenden Lip Liner hat. Da muss ich gucken, ob ich den überhaupt gebrauchen kann, denn ich bin eh keine Lip Liner Trägerin. Und ja, ich schaue den mir einfach mal an und dann entscheide ich. Dann ist eine Palette von W7 dabei. Da sind noch reichlich Artikel, wirklich. Wir machen erstmal von Max Factor. Nee, Max and More. Ist das nicht Max and More Action? Kann das sein? Dass es im Action das gibt. Ich wollte meine Mutter losschicken nach Action.
In Hamburg gibt es ein Action. Meine Mutter lebt ja in Hamburg. Jetzt kann ich das Ding nicht auf. Dass ich einfach ein Full Face of Action mache. Aber ehrlich gesagt möchte ich keine Produkte kaufen, die ich dann eben eh nicht benutze. Das scheint mir aber ein super schönes ja, Vierer-Kombi zu sein. Vor allen Dingen das Rosane spricht mich an und sogar das Hellblaue. Also so farbtechnisch macht mich das gerade mehr an als die dunklen Töne. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Keine Ahnung, ob ich das andecken werde oder nicht. Das ist in the Buff, in the Nude. Ich bin super aufgeregt. In the Nude. Ja, das ist Naked. Ich glaube, die rosane, die Nummer 2 Edition, die geht auch weiter. Ich mag zum einen nicht dieses lose, dosenförmige. Ich mag einfach diese länglichen Fändchen nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eher diejenige, die dann rumkreist. Ich mag es einfach nicht. Punkt. Warum, weshalb, wieso? Das ist was von Kiko. Von Kiko. Ich musste erstmal stickeln. Von Kiko, das sieht so aus, ist die 01. Ja, auch da. Schade, schade. Ist nicht so, also so dunkle Töne, klar, kann ich mal tragen, aber gestern durfte ich mir anhören, ich sehe aus wie ein Junkie, weil ich mein grünes Amu hatte. Das habe ich von meinem Freund gehört. Du siehst einfach so gedrückt aus. Heute wahrscheinlich sagt er, oh, siehst du schön aus, weil er gestern zu mir gesagt hat, ich sehe aus wie ein Junkie. Will das wieder gut machen? Ich gehe weg von ihm. Ja. Danke, Schatz, dass du mir so liebevoll antwortest. Von Avon habe ich nichts. Da werde ich ausprobieren. Ich finde die Farben super schön. Ich ja, weiß auch gar nicht, wo ich Avon überhaupt holen kann. Wahrscheinlich über so eine Tante. Ich bin super gespannt. Peach Contour. Ich finde das schön. Ja, ich finde die Blushes echt schön, weil sie so ein bisschen nudiger sind und gedeckter. Also nicht so knallig. Werde ich austesten. Dann ist was dabei. Sundance Sonnenschaum. Oh, cool. Mit Pfirsich. Passt perfekt. Riecht auch noch nach Pfirsich. Nee, Ma Mango. Da steht auch Mango und ich sag Pfirsich. Cool. Das feiere ich. Das ist ein Sonnenschutz 30. Kann ich gut gebrauchen. Dann ist hier noch eine Around Contour Collection Palette von Catrice. Ich denke, dass ich die auch weitergebe. Denn ich correcte so selten. Und wenn dann nur meine dunklen Augenschatten. Ich habe noch so eine Konturpalette, die ich auch nicht mag. Dann ist hier von M.A. San straffendes Straffungsmaskes. Kinntechnikmaske. Einmal. Oh, cool. Das ist eine Gesichtsmaske. Super interessant. Hast du die schon mal benutzt? Nee, die hast du noch nicht benutzt. Hast du sie vielleicht schon daheim? Wie dunkel der Concealer wird, gell? Fast wie ein Konturprodukt. Ich werde es natürlich testen. Dann ist von hier, von NYX, Smoky Eyes. Ich bin gespannt. NYX ist auch eine Marke, die ich super gerne mag. Also, ja. Hab auch eine kleine Palette da. Ist auch einer meiner allerbesten und ein Favorit, was ich immer wieder nachkaufen würde, weil ich einfach weiß, wie die funktionieren. Ich habe eine fast schon mal platt gemacht. Also, vier, glaube ich, Hitte-Pans gehabt. Und 2 Lidschatten aufgebraucht oder sowas. Also ich liebe sie und ich kann sie euch absolut empfehlen. Das ist die 03. Hier sind einmal, ist da, oh geil, einmal die 03 tatsächlich dabei. Super interessant, dass die anders da aussieht als meine. Das ist meine, also bei mir war ein Spruch drin, ne? Viel Spaß mit der Palette. Und ja, es ist nur so ein Overspray, sehe ich gerade. Aber sonst, ich bin froh, dass ich ein Backup habe. Werde ich wahrscheinlich niemals brauchen. Ja, ein Backup von dieser Palette. Aber ich liebe diese Palette wirklich. Ich habe sie 2010 gerockt. Das war meine Palette. Ich kann euch gerne meinen Look dazu schminken. Wie ich mich immer zum Weggehen geschminkt habe mit diesen kleinen Scheißerchen. Ich sehe, dass diese ganzen Glitzerflocken am Spiegel dann hängen. Macht das Sinn dann? Nö, wahrscheinlich nicht. Toll. Freue ich mich mega drauf. Wird auf jeden Fall bleiben. Und dann noch so eine Smoky-Palette. Ja, da finde ich auch die Farben eigentlich interessant. Das da spricht mich an. Also dieses helle Creme. Dann, ja, so Grautöne. Ich bin kein Graus. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Okay, sie hat mir geschrieben, dass sie gar keine Lippenstifte benutzt.
Und ja, es sind alle unbenutzt. Ich werde mal durchgucken. Von Catrice ist hier einer drin. In der 060 Floral Coral. Super schöner Nude-Ton. Ich gucke auch mal, ob ich sie überhaupt benutzen werde, weil ich ja gerade eigentlich am Lippenstiften aussortieren bin. Dann ist von Manhattan. Manhattan mag ich. Den Geruch mag ich super gerne. Die Farbe würde ja... Hey, du hast gewusst, dass ich dieses Oberteil heute anziehe. Perfekt passen. Das ist 54P Extreme Last and Shine von Manhattan. Dann ist da dabei von... Den habe ich schon. Der geht direkt raus. Den habe ich schon. Den brauche ich nicht. Das ist von dieser Marke hier. Und das ist die 0... Das war aus irgendeiner Box, ne? Ruby Lipstick. Genau, der geht raus. Dann ist von Art Deco was dabei. Oh, so ein ganz, ganz dunkles Braunrot. Das ist auch nichts für mich. Aber es muss auch nichts sein, denn ist hier was von Lacombe. Wie süß. Superschöne Korallfarbe. So ein Mini kann man ausprobieren. Rouge in Love. Also ich vermute, dass das Lacombe ist, oder? Weiß ich nicht. Aber die Farbe ist sehr, sehr schön. Schaut mal, das ist so ein richtiges Frühlingskoralle. Mag ich super gerne im Frühling. Auch wenn das immer die Zähne gelb macht. Ich muss los. Dann ist hier was von Make-Up Revolution. Das war auch aus einem Kit, glaube ich. Aus wie nennt sich das? Aus so einem Augenset-Kit drinne, glaube ich. Kann das sein, meine Liebe? Ich habe das nämlich auch, habe ich auch ausprobiert. Mochte ich nicht. Dann ist hier was von Douglas dabei. Matt Lipstick. Wie gesagt, so kleine Lippenstifte feiere ich immer. Das ist ein wunderschöner Rotton. Wirklich ein klassisches Rot. Das ist die Farbnuance Douglas Nummer 6. Matt Lipstick Smoothie. Hoch. Astor mag ich wegen dem Geruch nicht. Astor kommt gleich weg. Und dann ist von Yves Rocher noch einer dabei. Auch super schön. Von der Farbe her, sollte ich vielleicht euch mal zeigen. Ja? Super schön. Werde ich mir angucken. Ah, ich möchte mich eigentlich darauf beschränken. Also ich habe jetzt 2 Lippenstifte für mich ausgesucht. 4 habe ich schon aussortiert. Jetzt gucke ich mal Astor an. Die Farbe würde mich ansprechen, aber der Geruch. Ich finde, der Geruch riecht wie Oma unterm Arm. Eigentlich wie L'Oreal Haarspray, dieses Elnett. Den behalte ich auch nochmal und gucke mal, ob ich das gebrauchen kann. Dann habe ich hier Pore Refining Anti-Shine Base. Ja, habe ich in 2 Tuben noch und werde ich gucken, ob ich das benutze. Das ist noch komplett zu. Ja, dann lasse ich das erstmal zu. Meine Mutter kann ich auch nichts andrehen. Der Real Benefit Mink Brown. Das ist doch, wie nennt man das? Das ist doch so eine Base, oder? Tinted Primer. Sieht es auch super lieb von dir, dass du mir so tolle Produkte auch noch reingemacht hast. So sieht es aus. Werde ich mal vielleicht testen, vielleicht geht es auch weiter. Dann hat sie mir noch Goodies wahrscheinlich eingepackt. Oh, wie schön. Da freut sich mein Kind drüber. Vielleicht ich auch. Vielleicht mache ich mir ein Armbändel im Sommer. Oder ein Halskette, nein. Aber finde ich super schön. Auch diese Hennas, wenn sie schön sind. Also schön filigran mag ich auch sehr gerne. Dann ist hier ein Selfie-Tan. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeit mit Selfie-Tan. Natural Pure Musk. Ja, das ist ein Parfüm. Ich würde es mir drauf machen, habe aber jetzt gerade ein anderes. Still Sun Natural. Und ich mag das. Und dann ist hier noch was dabei. Oh, eine Foundation. Okay. Die habe ich neulich meiner Freundin gegeben, weil ich eine... Ich habe nämlich hier die Farbe 40, die ich gerne leer machen würde. Schaut mal, die ist halb voll. Und das ist die Farbe 50. Und ich glaube, 50 passt ja eindeutig besser zu mir als 40, ne? Das kann ich vielleicht im Winter tragen. Ich habe mir hier ein paar Sachen hingestellt, die ich gerne aufbrauchen würde. Und würde das gerne mit euch in einem neuen Projekt machen. Und deswegen ist es cool. Ich werde es aufheben, ich werde es in meine Backup-Kiste machen. Und wenn die Foundation mir nicht von Max Factor gefällt, dann geht die auch raus. Aber jetzt im Moment mache ich das in meiner Schublade, wo meine Make-up stehen. Genau, weil das ist eigentlich gerade meine Backup-Schublade. Ja, dann haben wir hier noch ganz viele tolle Sachen. Einmal
Ja, Brit Tea, wirklich richtig schön. Ich könnte es mir vorstellen, hier im Hintergrund zu haben, aber benutzen denke ich nicht. Es hat mir, glaube ich, schon die, die liebe Niki zugeschickt und ich habe es da auch nicht benutzt, weil ich einfach gedacht habe, nö, möchte ich nicht. Aber ich habe genug gerade ausgesucht, gell? Also ich finde schon, wirklich genug. Dann habe ich auch das hier schon mal aussortiert, weil ich einfach die Farbe nicht so schön finde. Ja, ich finde, das macht nicht viel im Gesicht und das, was es macht, gefällt mir einfach nicht. Deswegen geht das auch weiter. Das ist übrigens von W7, The Honey Queen. Ich habe genug Blushes, ich finde es einfach zu globig für so wenig Produkt. Also es sind 8 Gramm drin, das reicht. Aber sie hätten einfach die Verpackung kleiner halten sollen, die Hälfte. Und dann wäre es besser gewesen, weil auch wenn man wenig hat, wo will man mit dem ganzen Kram hin? Dann ist hier von Bourjois was drin. Ich kann ja fast schon ein Fullface auf Bourjois machen. Was ist das? Eine Eyeshadow-Palette. So sieht das ganze Stück aus. Ich denke, dass ich die Firma auf jeden Fall austesten würde. Oh, sehr interessant. Das ist ja cool. Schaut mal. Man kann den Spiegel so drehen und ihr seht das Chaos. Und man kann sich das richtig hinstellen. Ich werde es ausprobieren. Ist super schön, pastellig. Ich drehe mal den Spiegel weg. Wow, so sieht es dann aus. Wunderschön. Man kann auch so... Das sieht echt klasse aus. Das werde ich austesten und werde das mal mit der Foundation zusammentesten, was ich habe. Und den Concealer. Und irgendwas habe ich doch auch noch von Bourjois bekommen. Was war denn das nochmal? Ich habe schon vergessen, vor lauter Aufregung. Werde ich auf jeden Fall testen, meine Liebe. Vielen Dank dafür. Beauty Okay Baked Blush. Sieht super schick aus. Aber das Packaging ist halt echt riesig, gell? Ich mag Baked Blushes wirklich gerne, weil ich finde, die machen einfach ein schöneres Finish als so matte Konsistenzen, weil es eben noch so ein bisschen Leben hat. Und ja, warum bist du so groß? Ich werde es trotzdem austesten im Video. Entscheide dann. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall. Und dieses leichte Spiel. Ich werde mal gucken, ob ich sowas noch in meiner Sammlung habe. Ich bin neulich, habe ich deklattert. Habe mich wirklich reduziert. Also auch wenn das nicht so reduziert aussieht. Aber da sind Bronzer und Puderprodukte drin. Oder ja. Dann ist hier Blush. Und das geht eigentlich nur bis da. Ich hoffe, ihr seht das. Also wirklich nur bis 1, 2, 3. 3 Reihen sozusagen mit... Da, so könnte es besser sehen, glaube ich. Ich kann euch das Chaos gerade nur zeigen. So, ja, das ist schon mal sehr, sehr schön vom Finish her. Leider die Verpackungen, die werden immer größer und das Produkt wird immer kleiner. Dann Color Addicted Powder Blush. Ja, ist das echt ein Blush? Was ist das denn bitte für ein Blush? Wie hell muss man da sein? Das ist für mich eigentlich ein Highlighter, kommt auch weg. Weil, ja, Flomar hatte ich auch noch nichts. Super schön sieht das aus. Von Flomar, aber echt grobe Glitzerpartikel. Was ist das? Was bist du? Ein Terracotta Blush On. Super schön. Das Packaging ist auch schön, aber auch ein bisschen globig. Ich werde es mal ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich es eh aussortieren, weil eben so große Flocken dann überall rumfliegen. Dann in der Tüte waren noch zwei Dinger drin. Von Alverde. Ist ja interessant. Sind zwei von Alverde. Ja, ein Quattro, Lidschatten, Highlighter und Augenbrauenpuder. Sehr cool. Sehr cool. Das wäre was zum Beispiel für meine Mutter. Sie würde sich niemals Highlighter, dies, jenes. Meine Mutter ist eh nie geschminkt. Ist ganz selten. Wenn ich da bin, dann schminkt sie sich ein bisschen. Was bist du? Creamy Blush. Interessant. Die Farbe ist auf jeden Fall cool. Die ist so ein Terracotta Orangebraun. Schaut mal, so sieht es aus. Ich werde es auf jeden Fall austesten. Und das Packaging gefällt mir unheimlich gut, wenn es schmal ist. Man kann es auch übertreiben, ne? So ein Riesenteil. Ja. Hier ist auch noch was drin. Also das, wir sind schon fast am Boden. Aber da ist noch was. Ha, cool. Von wo bist du denn? Von Tarte ein Pinsel drin. Super interessant. Ich finde die Optik cool. Bambus. Relativ groß. Schön fluffig. Ich habe ja auch, glaube ich, ein ganzes Pinselset reingemacht. Werde ich auf jeden Fall hier drin stehen haben.
Ja, den sieht man auf jeden Fall. So für die erste Farbe optimal. Oder auch als Highlighter-Pinsel. Für was ist der denn? Wahrscheinlich ein Augenpinsel, oder? Super schön. Vielen, vielen Dank. Dann ist da drin von Rival de Loup Travelholica Highlighter. Der ist auch schön. Der ist schön. Den habe ich bei Maxim schon gesehen. Super schöne Farbe, schaut mal. Und das Packaging, ja, wieder so ein Teil. Wohin damit? Von Rosa den Shift. Ich werde mal ausprobieren, dann werde ich ihn aussortieren wahrscheinlich. Oder er gefällt mir so gut, dass ich ihn behalten werde. Dann ist von Soap and Glory was dabei. Love It First Blush. Geh mal, uf du. Okay, cool. Cool. Wie gesagt, man muss ja immer gucken. Sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. Es ist so ein Highlighter Blush. Hier unten irgendwo, ne? Super schön. Doch, den werde ich auf jeden Fall auch austesten. Und dann ist, oh süß, von Hoola ein Contouring Stick dabei. Werde ich auch auf jeden Fall testen. Ist so eine kleine Probiergröße. Und ja, vielleicht ist das eher was für mich. Aber erst mache ich mich an den anderen Contour-Stick ran. Dann haben wir hier von Maybelline. Das hat mich auch sehr interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das schon mal gesehen und wollte das unbedingt austesten. Das Problem ist, Maybelline finde ich relativ. Oh, mein Arsch tut schon weh vom Sitzen. Super schick. Also wirklich tolle Blushes drin. Und ich wollte ja eh ein Full Face auf Maybelline mal machen. Und ja, cool. Werde ich ausprobieren. Gerne ausprobieren. Finde ich toll, dass da auch vier Farben drin sind und nicht so riesige Palette, ne? Bei manchen Farben ist die Palette größer als ich selber und dann kann ich erstmal einen eigenen Koffer dafür mitnehmen. Dann sind hier noch drei Palettchen drin, ne? Ich glaube, wir haben irgendwas, hast du gesagt, haben wir gleich geschickt, ne? Hier ist ein Make-up Revolution. Ja, das ist eine Palette, die sortiere ich auch direkt aus. Das ist die ja, Iconic 3. Die ist nicht sowas für mich. Dann ist hier eine Augenbrauenpalette. Okay. Ein Highlighter und Augenbrauengel und alles drinne. Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Du hast da, glaube ich, auch nur Augenbrauenprodukt benutzt. Ja, was möchte ich damit? Ich glaube, die geht weiter. Ich kann das nicht gebrauchen, weil ich einfach nur eine Farbe meiner Augenbrauen habe und eigentlich auch nicht da variieren möchte. Deswegen, aber für jemand anderes ist sie sicherlich was, der sagt, oh, heute will ich schwarze Augenbrauen, morgen orangene und nächste Woche lila, ne? Von daher, und dann ist da noch ein Iconic Smoky dabei. Ja, die geht auch weiter. Ich bin nicht so der dunkle Typ und ich bin sehr zufrieden, dass ich einen Korb von den ganzen Trash-Paketen nur habe und nicht drei. Also es wären wahrscheinlich sicherlich nochmal 70 der alle, die ich aussortiert habe oder sowas insgesamt. Ich hoffe doch, weil ich kann nicht so viel einnehmen, sage ich mal, wie ich rausgebe, dass ich mehr einnehme als rausgebe. Also mehr Das behalte, war sage ich aber ein mal. guter Durchschnitt. Ja, und ich bin super gespannt auf die neuen Produkte. Die kommen gleich mal in die. Die bleiben am besten in der Kiste, damit wir ein Full Face auf. Mit einem Pinsel, einem neuen Pinsel, dann werde ich euch ein paar Reviews abdrehen. Auf jeden Fall, ich wünsche euch was. Vielen, vielen Dank, meine Liebe, dass wir zusammen getauscht haben. 70 Teile, ordentlich. Ich hoffe, du bist auch ein bisschen fündig geworden. Wenn nicht, gib sie weiter. Dann war das nicht das Richtige. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, dass du mir so tolle, süße Artikel geschickt hast. Und ich bin ganz froh, dass ich auch die, ja, einen Teil nicht gebrauchen kann, weil eben sich jemand anderes bestimmt über Trash freut. Und ja. Ich verabschiede mich. Ciao, ihr Lieben.